Mann. So, mir wurde gerade im... Ich habe gerade eine kleine Pause gemacht, du, der das auf YouTube guckst. Mir wurde gerade geflüstert, dass ich bei Abschluss der Mission es klug für mich wäre, wenn ich eine Wissenschaft von 55 habe. Und da muss ich doch direkt mal checken, wie gut meine Wissenschaft ist. Aber ich glaube nicht halb so gut, wie sie sein müsste dafür. Wissenschaft auf so... Ja, bitte! Wissenschaft auf 59! Alter Schwede, wann habe ich die denn diese hochgelevelt? Na gut, also mit Wissenschaft 59 sollte es ein leichtes sein, die Mission tatsächlich abzuschließen. Na gut, ich rede dann mal mit den Menschen am Keller. War denn der Keller überhaupt? Oh Mann, ey. Kein Orientierungssinn, der Mann. Keinen Orientierungssinn. Was? Kenne ich durchs Rauchen? Verstehe ich nicht die Kommentare. Egal. Na gut, dann haben wir den Keller. Da müsste ja irgendwo der gute Mann rumstehen. Und ich hoffe, der andere Ghoul ist nicht mehr ganz so sauer. Ich muss irgendwie meinen Hut reparieren. Ich möchte meinen Indiana Jones Hut wieder aufhaben. Ohne bin ich nicht glücklich. So. Mit O. Nee, da nicht. Dann hier. Er steht genau da, wo der andere vorher... Komm, er hat seinen Schädel mitgenommen, fällt mir gerade so auf. Okay, es war der Brahmin-Schädel. Oh, hoffentlich sind die mir nicht sauer, dass ich ihren Raumanzug geklaut habe. Na toll, jetzt renne ich genau hier nochmal hin, oder was? Das mit der Orientierung, das mit keiner Orientierung kenne ich auch. Was war das denn gerade? Ja, das ist, naja. Es könnte schlimmer sein, ich weiß noch von meiner... Jetzt Eckfreundin, der ich habe ich einfach mal versucht, das Socken näher zu bringen. Da habe ich dann mit ihr Portal 1 gespielt, oder beziehungsweise ich habe sie spielen lassen, habe ihr so Tipps gegeben. Die hatte schon in den ersten Leveln keine Orientierung mehr, wusste nicht mehr so richtig, wo es weitergeht. Also, es könnte schlimmer sein. Sag ich mal. So, da steht er ja. Warum ist denn er alleine? Wo ist denn der Rest seiner Bande? Ich wollte noch ein letztes Mal mit Ihnen sprechen, bevor ich die Schlagrampe betrete, Wanderer. Ich wollte Ihnen sagen, dass wir uns auf ewig daran erinnern werden, wie Sie uns an die Schwelle der langen Reise gebracht haben. Unsere Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen, aber den Raketen, die uns zur Erlösung tragen sollen, fehlen noch wichtige Komponenten. Wenn Sie uns immer noch helfen möchten, sprechen Sie mit Chris. Er kann Ihnen sagen, was fehlt. Wir können Ihnen gar nicht genug danken, Wanderer. Ihre Ankunft war ein Segen. Wir werden Sie nie vergessen. Ihr nennt mich Wanderer. Ja. Die Raketen werden uns in unser gelobtes Land in der weiten Ferne bringen. Das wurde durch unzählige Visionen bestätigt. Ist klar. Nicht direkt zur Erde, müssen wir unter die Erde bringen? Was? Ich kann Ihre Sorge verstehen und ich danke Ihnen, dass Sie sie auch aussprechen. Aber was der Schöpfer uns vorherbestimmt hat, wurde uns offenbart. Es ist in Ordnung. Reden wir über Chris. Nach allem, Matthias, was Sie für uns getan haben... Nehme ich an, dass Sie verdienen, alles zu wissen. Was? Als Chris zu uns kam, versuchten wir ihm klarzumachen, dass er ein Mensch ist. Aber das machte ihn nur wütend. Er schien so verloren. Wir erlaubten ihm, ein paar Tage bei uns zu bleiben. In dieser Zeit bemerkten wir, dass seine technischen Fähigkeiten die unseren weit überstiegen. Uns wurde klar, dass der Schöpfer ihn uns geschickt hat, um den Erfolg der langen Reise sicherzustellen. Es war ebenso klar, dass Chris in Unwissenheit bezüglich seiner Menschlichkeit und seiner Unfähigkeit bei der Reise dabei zu sein, arbeiten sollte. Es ist kein Zufall, dass zwei Menschen entscheidend für den Erfolg der langen Reise sind. Mein Glaube sagt mir, dass der Schöpfer Sie und Chris geschickt hat, um die Sünden der Ihren den meinen gegenüber gut zu machen. Sie beide sind Erlöser. Aha, aber dann muss ja Chris zurückbleiben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der es nicht so cool findet. Kann ich mir was nicht vorstellen. Es ist der Wille des Schöpfers. Unzählige Visionen haben mir gezeigt, dass Chris, wenn er uns begleiten würde, innerhalb von Minuten tot wäre. Ach, Strahlung. Schon die Strahlung im Bereich der Startrampe würde Chris in Minuten töten. Die Radioaktivität der weiten Ferne ist deutlich stärker. Oh, sie haben mich ins Licht geführt. Tja, das gibt mich nichts an. Widerwärtig. Wow, ja. Na. Es bereitet mir keine Freude, die Wahrheit vor Chris zu verbergen. Aber ich muss mich dem Willen des Schöpfers beugen. Auf Wiedersehen, Jason. Wir können Ihnen gar nicht genug danken, Wanderer. Ihre Ankunft war ein Segen. Wir werden sie nie vergessen. Okay. Dann, wo ist denn jetzt? Ach, da ist er ja. Gott.
Na, ich speichere mal ab und rede mit ihnen. Na gut. Jason sagt, dass ich mit ihnen zusammenarbeiten soll, um die letzten Schritte vor dem Start der langen Reise zu erledigen. Ja, das sollst du. Wie kann ich, was machen Sie hier? Ich bin der Techniker der Herde. Maschinen waren schon immer meine Stärke. Jason sagt, die lange Reise wäre ohne mich nicht möglich. Natürlich bringen meine Fähigkeiten nichts, wenn mir das Material fehlt. Und da kommen Sie ins Spiel. Ja, warum? Ja genau, warum nicht? Als ich der Herde beigetreten bin, machte Jason klar, dass ich die Reparaturarbeiten leiten sollte. Nicht selbst durchführen. Es sei eine Vergeudung meiner Gabe, wenn ich nur an einem System gleichzeitig arbeiten würde. Von hier oben konnte ich das gesamte Projekt überwachen. Weil sie nämlich ein Mensch sind? Okay, sind für die lange Reise gedacht. Genau, fragen wir das mal. Offensichtlich. Ich habe Monate gebraucht, aber mittlerweile sind sie fast wieder in Schuss. Bald bringen sie uns in die weite Ferne. Natürlich war ich anfangs skeptisch. Als Mann der Wissenschaft. Aber Jason ist sich sicher und ich glaube an Jason. Okay. Ich habe gerade technische Probleme mit dem Stream. Na egal, wie kann ich helfen? Ich war mit der Arbeit an den Raketen fast fertig, als wir dazu gezwungen wurden, uns im obersten Stockwerk zu verstecken. Es fehlen noch zwei Komponenten. Zündmittel Isotop 239 und ein Satz Schubkontrollmodule. Das Zündmittel ist hochgradig radioaktiv und zersetzt sich schnell. Daher können wir die Leckenfässer auf der Startrampe nicht verwenden. Das Zeug ist nicht mehr stark genug. Sie müssen einen intakten, abgeschirmten Behälter des Zündmittels finden. Und herschleppen. Die Schubkontrollmodule wurden speziell für diese Raketen entwickelt. Ohne sie starten die Raketen nicht. Okay. Das ist natürlich jetzt, also wie soll das Schubkontrollmodul, wie soll sich das bitte schon nach 200 Jahren nach irgendeinem Fass gehalten haben? Na egal. Sehr gut. Wir brauchen nicht viel. 2 bis 3 Liter sollten reichen. Okay, eigentlich können Sie ja finden, wenn dazu die aufgebe. Tipps hier, genau. Repcon wurde so oft von Sammlern geplündert, dass man nicht sagen kann, wo die Komponenten auftauchen könnten. Wenn sie überhaupt auftauchen. Jason hat Industrieruinen im Osten erwähnt, die angeblich hochgradig radioaktiv sind. Na super, da ist ja schon gar nicht schlecht, wenn ich mir dann einen Raumanzug hatte. Na gut, ich will was anderes. In Ordnung. Was würden Sie denn lieber tun? Na, die Schubkontrollmodule. In Ordnung. Noch was? Tipps. Schrottsammler würden den Wert der Module nie erahnen. Wenn Sie Schrotthändler in der Gegend kennen, sollten Sie bei denen anfangen. Ist ja hochinteressant. So, ich muss dann mal gehen. Weil ich speichere nochmal kurz ab und rede mal, tippe mal das da an. Komponenten gefunden, über die wir geredet haben? Noch nicht ganz, aber guck mal. Ich dachte, das hätten wir schon hinter uns glatthaut. Aber Sie können der Gelegenheit nicht widerstehen, mich zu nerven. Typisch Mensch. Ich war einst ein Mensch, wissen Sie. Bin in Vault 34, nordwestlich von hier aufgewachsen. Aha. Tolle Kindheit, wenn man Sturmgewehre und Schießübungen mag. Was? Sie mögen lieber Maschinen, die nicht auf Leute schießen? Dann nicht so toll. Wer soll den Reaktor der Vault warten? Hauser? Mitchell? Nein. Warum nicht Haversam? Der mag doch Maschinen. Haversam ist es egal, ob er verstrahlt wird. Haversam ist es egal, ob er mutiert. Der ist sowieso schon so hässlich. Haversam ist es egal, wenn seine Haare in ein paar Jahren ausfallen.
Da gibt es keinen Zusammenhang. Helfer Sam, du bist neurotisch. Das ist ja interessant. Ah, sie haben ihre... sie haben ihre Wohl verlassen, weil sie eine Glatze bekamen. Na gut, das ist natürlich ein super geiler Grund. Glatze? Das nennen sie eine Glatze? Glatthaut? Ich bin ein Monster. Ein Monster. Sie wurden doch einem Ghoul nicht vertrauen, oder? Naja, ich habe zu wenig Sprache, habe ich das Gefühl. Ich muss irgendwie mal Sprache beim nächsten Level mal steigern. Aber ich level gar nicht so schnell, wie ich das irgendwie aus Fallout 3 in Erinnerung hatte. Stehen da unten einfach die anderen Ghoul? Ach, stimmt. Ach, die haben ja alle so einen coolen Raumanzug. Das ist ja schön. So, ich habe übrigens gerade auch vom Chat erfahren, also ich könnte auch, also entweder zu einer Ruine im Osten oder genug Mini-Raketen sammeln. Dann wissen wir ja, was in diesen, dieses Isotop 239 ist anscheinend in den Raketen drin. Das ist ja schön. So, ich benutze jetzt übrigens gleich mal die Schnellreisefunktion, weil ich keine Lust habe, hier durch die Gegend zu latschen. Und es ist auch schon wieder Nacht, das bietet sich natürlich gerade an, weil wir wollten ja noch eine gewisse Rezeption durchsuchen. Dann wollten wir doch mal... Nein, ich möchte gerne nach... Ja, ich werde da gemietet. Wer ist da der Pulvermann? Wo bin ich denn? Kurzflugsquelle? Egal. Ich wollte eigentlich zum Gipsenschrottplatz? Nein. Helios One? Helios One? Was war denn Helios One? Ich wollte eigentlich nach Norweg. Helios One, Helios One, Helios One. Was war denn Helios One? Also auf jeden Fall zur Vault 34 möchte ich auf jeden Fall auch noch. Das hört sich sehr, sehr, sehr interessant an. Also Walls sind ja mein Liebling. Oh, die Bitrate für den Stream sehen gerade gar nicht gut aus. Na, jetzt geht's wieder. Machen wir gerade echt ein bisschen Sorgen darum. Warum ist sie denn noch da? Wie spät haben wir es denn? Naja, 9 Uhr PM ist vielleicht, sollte vielleicht nach 12 durch sein, bis sie hier abhaut. So. Ja, sie ist weg. Hervorragend. Und dann gucken wir doch mal. Erstmal eine Registrierkasse leerräumen. Zack. So, dann schauen wir doch mal. Oh, was haben wir hier? Ein Safe. Ein Safe. Safes sind immer sehr interessant. Schloss aufbrechen, 16%. Wer macht denn sowas? Vor allem, weil dieses Minispiel echt nicht schwer ist. Das ist ja nicht mal so wie in Skyrim, wo einen die Dinger andauernd abbrechen. Kaufurkunde. Nach Helios kannst du danach bauen. Das ist eine andere Quest. Ah ja, okay. Stimpunks, ruhige Hunden, Hand, Psycho, Korken, Vorkriegsgeld und eine Kaufurkunde. Notizen zugefügt, Kaufurkunde. Wir, die Vertreter des Consul of Ficurium, haben am heutigen Tag nach der Verhandlung mit Jenny May Crawford aus der Gemeinde Norweg die exklusiven Eigentum und Verkaufsrechte an der Sklavin Carla Bone für die Summe von 1000 Kronkorken und die Rechte an ihren ungeborenen Kind für die Summe von 500 Kronkorken erstanden, deren Erhalt hiermit bestätigt wird. Wir kommen mit erwähnten Jenny May Crawford überein, dass wir über den umfassenden Recht am Wiederverkauf besagter Sklaven, die ihren Nachwuchs verfügen. Die Entrichtung zusätzlicher 500 Kronkorken wird fällig nach erfolgreicher Reifung des Fötus. Der Anspruch darauf ist garantiert durch Besitz dieses Dokuments. M. Scribnius Libo Drusus et al. Vermögensverwaltung von M. Licius Crassus Consul Officiorium ab Falmatus. Ja, eiskalt an die verkauft. Das würde ich mir ja auch niemanden wünschen. Hallo. Hallo. Oder kann ich die überhaupt damit direkt konfrontieren? Hoffentlich entspricht alles ihren Wünschen. Total. Hüten Sie sich vor. Warte mal, kann ich die gar nicht locken? Hoffentlich entspricht alles. Ich kann die wirklich nicht locken. Oder? Okay. Na gut, dann müssen wir vielleicht mal so zum Dino laufen. Wo war denn der? Dino? Da ist der Dino. Mensch. Mit Bone reden. Ich meine, dann kann er sie auch so abknallen. Dann braucht er mich dazu ja nicht. Der heißt übrigens Boone Byrne. 2 O, langes U. Ach stimmt, Boone. Ich kann mich dunkel erinnern, es gab... Oh, guck mal, Boone. Sie sollten nicht hier sein. Und wenn wer auch immer das war, Lunte riecht, hetzen sie uns beiden die Legion auf den Hals. Alles klar. Ich weiß doch, was ich tun soll. Finden Sie raus, wer Carla entführt hat. Bringen Sie ihn während meiner Schicht vor den Dinosaurier. Damit ich weiß, dass er es ist, setzen Sie das Barett auf, das ich Ihnen gab. Das war's. Und jetzt ab mit Ihnen. Aber ich weiß doch, wer es... Du musst doch gar nicht mehr, ach Mann. Na gut, dann... Aber warum weiß er, dass sie tot ist, so sicher? Na gut, dann... Ach so, er war noch gar nicht zur Schicht angetreten. Da, an Kürzungli, weiß noch kurz nach 12, dann muss ich jetzt vielleicht doch noch mit mal... Wo ist sie denn jetzt? Ist sie jetzt wieder in den Empfangsschalter? Nee. Wo ist sie denn jetzt hin? Wo ist sie denn... Oder ist sie in ihrem Zimmer?
Das könnte ein bisschen schwierig werden, sie davon zu überzeugen, einfach mal rauszukommen. Ja, wach mal auf hier. Müsstest vielleicht mal einen kleinen Abendspaziergang. Burn kannst gleich locken, wenn er auch oben ist. Ah, okay. Cliff, wo war denn jetzt ihr verdammtes Haus? Ich stand doch schon mal vor der Tür. Ach Mann, ich bin so schlecht. Manchmal ist es wirklich ein Elend. Motelzimmer? Nein, wo hat sie denn gewohnt? Motelzimmer? Hä? Ich glaube, ich bin zu doof. Was ich mich vor allen Dingen auch gerade frage, ob ich diesen Raumanzug die ganze Zeit mit mir rumschlagen sollte. Ja, wo ist sie denn jetzt? Oh, schreibt ein X, das wird mir weiterhelfen. Hä? Warte mal. Lokale Karte, da war doch auf jeden Fall das Haus drauf. Muss ich mich hier jetzt nicht zum Horst machen, hier rumlaufen? Ah, bla bla bla. Wohnzimmer, Motelzimmer, Ranger Eric, Cliff Blaskus. Ach, da vorne war das Haus. 35 Sekunden Lag. Okay. Das ist natürlich krass. Ah, ja. Ah, hier. Hallo. Hallo, ich muss, Ist alles in Ordnung? Für Überraschungsbesuche ist es schon ziemlich spät. Ja, ich muss dir ganz dringend was zeigen. Ganz toll, ganz toll. Kann ich gar nicht. Doch, kommen Sie mit. Ich sehe Sie vor dem Dinosaurier. Gut, wenn Sie meinen. Ja, warte, ich muss noch kurz dieses total unauffällige Barett aufsetzen, wo du dich überhaupt jetzt nicht fragst, warum ich das mache. Komm mit. Wir müssen zum Dinosaurier. Schnell, bevor es zu spät ist. Du willst das doch nicht verpassen. Das wäre überhaupt nicht gut. Oh Gott, ist sie langsam. Vom Dinosaurier? Warte, welche Mission habe ich gerade aktiv eigentlich? Flieger grüßen mir die Sonne. Für die Reparatur der Schubstörung finden bla bla bla. Lass die Großkanne im Boulder City abfangen. Aha. One for more, baby. Reicht's, wenn ich hier vorne über den Platz laufe? Ich meine, da kann er eigentlich nicht so gut. Ach nee, war vorne Dinosaurier. Ist wahrscheinlich. Ach doch, sie rennt ja. Sie rennt ja schon von alleine zum richtigen Ort. Ach, ist das schön. Die sehen auch sehr bereit aus. Reisende Händlerin. Ja, komm mal mit. Komm, wir wollen noch einen Meter. Ach, der hält ja. Was hält der denn endlich in der Hand? Das ist so düster hier. Ich sehe gar nichts. Komm schon, Frau. Wir können das hier. Ja, jetzt hängt die da oder was? Lauf doch noch einen Meter. Ja, lauf doch noch. Wann zieht es denn direkt vorm Dinosaurier? Oder wie? Abgeschlossen. Eine Lesebrille. Mensch, schmutzige Janie Mays Safe-Schlüssel. Den brauche ich jetzt zwar nicht mehr wirklich, aber naja. Ach, ich muss ja wahrscheinlich andersrum rennen. Tja, so kann es vorkommen. Gut, dass ich mir bei ihr noch jetzt das Zimmer gekauft habe. Man stellt sich vor, ich hätte das nicht gemacht. Dann hätte ich das nie gekriegt. Und ich hätte wahrscheinlich den Schlüssel einfach so... Was sagt eigentlich Victor? Hey, wie geht's? Oh, ganz gut. Okay, bis dann. Ja, wir sehen uns auch. Oh, es ist hier so düster. Da! Ah! Na gut, dann reden wir noch mit Boone, oder wie auch immer er heißt. Doppel-O. Wer heißt denn so? Wer hat sich denn diesen Namen bloß ausgedacht? So, machen wir mal das Licht aus. Hier und hallo. Also schön. Wie sind Sie drauf gekommen? Ihre Geschichte gab keinen Sinn. Keine Ahnung, ich wollte, dass sie sie töten. Sollte mich nicht weiter überraschen. Passt zu denen, dass sie den Papierkram aufheben. Hier. Mehr kann ich Ihnen nicht geben. Ich denke, hier trennen sich unsere Wege. Denke ich auch. Was plant, sind Sie nun ein Gesetzloser? Ein Outlaw? War Victor nicht tot? Ja, dachte ich auch, aber dann ist er wieder auferstanden. Nein. Da draußen sterben Leute. Und meist macht sich keiner Gedanken, wer schuld ist. Ich glaube, die meisten verdrängen das lieber komplett. Außerdem war ich gar nicht im Dienst, als es passiert ist. Ich denke, er hat Nachtschicht. Na gut, Pläne für die Zukunft. Keine Ahnung. Hier bleibe ich nicht. Das ist mal klar. Mir fällt irgendwie nichts Sinnvolles ein im Moment. Außer Jagd auf Legionäre zu machen. Vielleicht gehe ich auf Wanderschaft. So wie Sie. Übrigens, wenn man eine Sonnenbrille trägt in New Vegas, ist der Gelbstich auch weg. Ach so? Egal. Kommen Sie mit mir, wir folgen die Legion. Ich möchte ihn gar nicht mit dabei haben, ich habe doch Eddie. Das wollen Sie nicht wirklich. Intelligenz, ich dachte, Schaber ist eine Arbeit im Team. Mach mal das hier. Ja. Alleine kriegt man viel weniger auf die Reihe.
Hab's erlebt und mein Lehrgeld bezahlt. Aber das nimmt kein gutes Ende. Na schön. Verschwinden wir. Cool. Ach, ich bin auch noch gelevelt. Schusswaffen um 50 zu bringen. Aha. Ist ja schön. Ich bringe mal Wissenschaft. Ich bringe das hier einfach mal alles auf gerade Werte. Schusswaffen vielleicht nochmal auf 50. Energiewaffen wirst du mal auf 25. Dietrich wäre vielleicht mal ganz klug, noch ein bisschen zu steigern. Wie viele Punkte habe ich noch? Komm, machen wir Dietrich noch ein bisschen auf 35. Medizin, Nahkampfwaffen, Wissenschaft, Überleben. Ja, ich mache mal Überleben noch ein bisschen. Das brauchen wir auch noch. Erstens Sniper. Ja. Sowas. Oh Gott, jetzt muss ich mir noch entscheiden für irgendwo. Oh Gott, wie viel zur Auswahl stehen. Bla bla bla. Der eine Fall ist dann bla bla bla. Vielleicht soll es mal bei einer, schon jeden Tag Kakerlaken. Härte. Heller Kopf mit den Rang hättest du 10% mehr Erfahrungspunkte. Nee, die Treffen kann ich, da kannst du auch schon froh sein. Glück im Unglück. Bonsai? Achso, das mit der Pflanze. Das lassen wir aber schön mit dem Bonsai. Warte mal, gewaltvolle Lösung. Nein, schnelles Nachladen, so durstig. Na. Nee, Kloster leer trinken. Dietrich auf 40 Burn. Zu spät, zu spät. Du hast im Schleichmodus die Möglichkeit, das Nachricht zu essen. Bla bla bla. One Guns. Nein. Tech Junkie. Nein. Nein. Was? Doppelten Bonus durch Magazine? Mit 41 Punkten? Ja, das wäre für sich nicht schlecht. Nee, wo ist meine Hose? Auf keinen Fall. Das ist mir dann doch zu crazy. Blutiger Tod? Was? Nein. Gefallene verbindet mit einem Super Stimpack wieder zu beleben. Klingt mächtig, ne? Ich glaube, das ist auch vom Mod. Flintenchirurg? Aha. Hä? Gib mir Schrot? Hä? Aha. Aha. Na gut, dann mache ich hier nochmal intensives Training. Glück könnte ich jetzt auf 10 bringen, dann hätte ich ja wirklich den absoluten. Dann, nee, warte, ich glaube, ich mache mal Charisma ein bisschen höher. Oder vielleicht Wahrnehmung, Ausdauer. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Ah, Ausdauer, Wahrnehmung, Ausdauer, Wahrnehmung, Ausdauer, Wahrnehmung. Ah, Charisma. Wahrnehmung wäre natürlich auch nicht schlecht. Kompassmarkierung für Bedrohung. Mann, das bringt alles so viel. Ja, ich glaube, ich steigere Beweglichkeit einfach nur wegen VATS, weil ich denke mal, ich baue das in nächster Zeit öfter brauchen. So, dann habe ich jetzt den Bogen auch noch dabei. Ach, den kann ich auch noch Begleiterbefehle geben. Oh Gott. Auf Abstand gehen, Distanz halten, Inventar öffnen. Soll mir recht sein. Ach, er hat eine Sonnenbrille. Barrett der ersten Aufklärung. Kritische Treffer. Aha, Sonnenbrille. Und ein Nahkampf. Ein Söldner-Feld-Ausfit. Das hat nichts dabei. Dann nimm auch hier mal so eine Energiewaffe, mein Freund. Und dann habe ich doch sicher... Wie, ich habe auch so ein? Ich habe auch ein Barrett der ersten aufgekriegt. Der hat zwei Barretts übrig gehabt. Krasser Typ. Hat einfach mal ein Barrett über. Mann, Mann, Mann. So, was brauchen wir denn für so eine Energiewaffe? MF-Zellen, also Mikrofusionszellen. Gebe ich in die Hälfte von ab. So. Ach so, das AR-Dings ist ja auch ein Energiegewehr. So. Nun gut.